Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Sperrung der Friedrichsstraße beginnt, Corona-Fälle an mindestens 37 Schulen, Urania wird Gerichtssaal und Umbenennung der Mohrenstraße beschlossen. Hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten vom 21. August 2020. Am Freitag haben die ersten Vorbereitungen zur Durchführung des Modellprojekts Autofrei Friedrichsstraße begonnen. Seit 6 Uhr morgens ist die Straße zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße für Autos gesperrt. Zwar beginnt das Projekt erst am 29. August offiziell, die ersten Straßensperrungen begannen aber am Freitag. Der Grund ist, dass Markierungsarbeiten und andere Vorbereitungen schon jetzt beginnen. Bis Ende Januar 2021 soll die Friedrichsstraße teilweise autofrei bleiben. In der Zeit soll die Friedrichsstraße als Flaniermeile mit unter anderem Freiluftgastronomie, Radwegen, viel Grün und Bäumen zum Bummeln und Verweilen einladen. Geplant sind in der Zeit dazu auch Workshops, Designmärkte und ein Weihnachtsmarkt. Der Senat und der Bezirk Mitte wollen dadurch testen, wie die Aufenthaltsqualität in der Stadt gesteigert werden könne und wie die Aufteilung von öffentlichem Raum künftig gestaltet werden soll. Wie die Berliner Zeitung berichtet, sind derzeit Teile der Schüler und des Personals von insgesamt 37 Berliner Schulen in Quarantäne. Das ginge aus einer Auflistung der Senatsschulverwaltung hervor. Diese Auflistung basiere auf Meldungen, welche bis Donnerstagnachmittag bei der Schulaufsicht eingegangen seien. Allerdings handelt es sich nach Senatsschulverwaltung in den meisten Fällen pro Einrichtung nur um einzelne Corona-Fälle bei Schülern, Lehrern oder Erziehern. Es gäbe keinen bestätigten Fall, in dem eine Ansteckung mit dem Coronavirus innerhalb der Schule stattfand. Gegenüber der Berliner Zeitung sprach Bildungssenatorin Sandra Scheres von der SPD davon, dass 2 Wochen nach dem Start des Schuljahres mit vollem Präsenzunterricht erkennbar sei, dass die Schulen selbst keine Corona-Hotspots seien. Die Infektionen würden in der Regel von außerhalb in die Schulen getragen. In der Berliner Urania begann am Freitag ein Gerichtsprozess gegen 8 Angeklagte, denen vorgeworfen wird, einen professionellen Kokain-Lieferservice betrieben zu haben. Regulär würde dieser Prozess eigentlich im Berliner Kriminalgericht in Moabit stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie findet er aber stattdessen in der Urania in Schöneberg statt. Eine Sprecherin des Berliner Strafgerichts erklärt, dass bei insgesamt 8 Angeklagten und 17 Verteidigern in den Sälen des Moabiter Kriminalgerichts das gesetzlich angeordnete Abstandsgebot nicht eingehalten werden könne. Allerdings konnte der Prozess auch nicht weiter verschoben werden, da bei einem der Angeklagten sonst die Untersuchungshaft ausgelaufen wäre. Den Angeklagten wird vorgeworfen, von Juli bis November 2019 im großen Stil Kokain mit sogenannten Koks-Taxis verkauft zu haben. Geplant sind für die Verhandlung zunächst nun 30 Prozesstage, die alle in der Urania stattfinden sollen. Die Bezirksverordnetenversammlung von Mitte hat am Donnerstagabend die Umbenennung der Mohrenstraße beschlossen. Namensgebend für die Straße in Mitte soll künftig der Rechtsgelehrte Anton Wilhelm Amo sein. Ausschlaggebend waren die Stimmen der Fraktion SPD und der Grünen. Sie überstimmten einen Vorschlag der Linken, welche eine öffentliche Namenskommission einrichten wollten. Erst am Dienstag beschloss der Senat eine Änderung der Ausführungsvorschriften zum Berliner Straßengesetz. Dieses soll das Straßenumbenennen erleichtern. In der Vorschrift heißt es, dass es ausdrücklich auch zulässig sei, Straßen umzubenennen, die nach Wegbereitern und Verfechtern von Kolonialismus, Versklavung und rassistischer Ideologien benannt seien. Allerdings müsse der Bürgermeister des Bezirks noch zustimmen. Anton Wilhelm Amo lebte im 18. Jahrhundert. Als Kind wurde der aus Ghana stammende Amo versklavt und nach Europa verschleppt. Später studierte er und machte sich einen Namen als Gelehrter. Heute gilt er als erster bedeutender Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland. Und damit zur Wettervorhersage. Die Hitze des Tages hält auch am Freitagabend noch lange an. Dazu wird es wolkig. In der Nacht fallen die Temperaturen dann nicht unter 18 Grad. Nach dem heißen Freitag wird der Samstag kühler und regnerisch. Bei Temperaturen um die 25 Grad kommt es immer wieder zu Wind und Schauern. Und damit zur Dreitagesaussicht. Der Sonntag wird wieder trocken, bei 24 Grad ist der Wochenendausklang windig und wolkenbehangen. Zum Wochenbeginn kühlt es sich Montag mit 21 Grad deutlich ab. Dienstag sind es nur noch 20 Grad mit leichtem Regen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für diese Woche. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis Montag.